Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Natalia Pestuchova, Partnervermittlung Ukraine. Natalia, wir reden weiter über unsere spannenden Themen, über spannende Fragen. Und wir haben heute eine neue Frau bei uns eingeladen, Julia. Julia ist seit kurzem unsere Kundin. Und Julia fand ich sehr interessant, weil Julia, die arbeitet für ukrainisches Fernsehen und die ist sehr informiert in allen möglichen Fragen. Deswegen habe ich sie eingeladen und ich freue mich sehr, wenn wir für die bestimmte Zeit Julia gewinnen hier, die mit uns redet und uns alle Wahrheiten über die Ukraine erzählt. Das ist sehr schön. Julia verfolgt auch unseren Kanal so seit bestimmter Zeit, findet auch sehr spannend, liest Kommentare. So, ich gebe jetzt Wort Julia. Julia, добрый день. Спасибо большое, что вы с нами. Очень рада вас представила вкратце, что вы у нас работаете на телевидении. Ja, sehr angenehm, sagte Julia, hier dabei mit euch zu sein. Ja, Julia ist bei uns Redakteurin im ukrainischem Fernseher und die arbeitet bei Tagesschau. Jeden Tag machen sie Nachrichten und Wochenschau. Deswegen ist sie in allen Sachen bestens informiert. Die kümmert sich um die Gäste, die in Fernsehen, zum Fernsehen eingeladen sind und die besprechen alle möglichen Themen. Юль, кратце і немножко представила вот вашу роботу, що это вот ви работаєте, що ти работаєш, ми на ти. Wir duzen schon mit Julia, haben uns kurz kennengelernt, говорю, ми вот перед этим немножко познакомились с тобой, уже на ты перешли, поэтому я тебя уже тыкаю. Получается, какие у вас темы, вот, которыми вы вообще занимаетесь там на студии, обсуждаете, что у вас все бывает? Ну, у меня программа, в первую очередь, это политика и экономика. Julia selbst, die beschäftigt sich mit Politik und Wirtschaft, dann Tagesschau und Wochenschau in der Ukraine. Очень классно, очень спасибо большое, что ты с нами, прям так интересно, сразу тебе хочется позадавать все, что мы знаем. So viele Fragen kommen bei uns bestimmt auf den Tisch, was Ukraine und Kiew angeht. Julia ist aus Kiew natürlich und das ist natürlich sehr schön. Wir fangen heute überhaupt mit ukrainischen Frauen. Мы начнем вообще-то с нашей темы, украинские девушки, с такой наболевшей темы, да. Почему мы все здесь? Ich sage so, unser Lieblingsthema ukrainische Frauen, warum sind wir alle hier? Und Julia ist auf der Partnersuche. Ich habe auch Julia gesagt, Julia, was möchtest du uns erzählen? Und die hat unsere Kommentare ein bisschen gelesen. Я говорю, Юлія, говорю, сказала, Юль, може ти щось нам сама захочеш розказати? І ти сказала, ти почитала коментарі немножко, щоб вот бути в курсі, що вообще интересует мужчин. Поэтому Julia hat ein bisschen Kommentare dafür gelesen, um ein bisschen so das Gefühl zu bekommen, was interessiert eigentlich die Männer, die unsere Sendung sehen, die unsere Partnervermittlung verfolgen. Deswegen hat sie sich ein bisschen beschäftigt, um etwas Interessantes für uns zu erzählen. Давай, и что ты решила нам сегодня рассказать? Ну, я почитала комментарии под твоими видео, еще немножко так другие комментарии под другими видео. Мне было интересно вообще, почему те же немецкие мужчины, вообще европейские мужчины, почему они интересуются украинскими девушками. Julia hat sich dann ein bisschen so mit Kommentaren beschäftigt. Die sagte, die hat viele Kommentare unter unseren Videos gelesen, um überhaupt, eigentlich wollte sie für sich ein bisschen so zu tasten, zu fühlen, das Thema, warum interessieren sich ausländische Männer für ukrainische oder russische Frauen, für Frauen aus Osteuropa. Ну и что ты так вот решила? Ну и я так вот посмотрела, что, мне кажется, один из аспектов, который волнует немецких мужчин, и что вот они, возможно, им не очень нравится в немецких женщинах, это их сконцентрированность в большей степени на карьере, чем, например, желание иметь семью. Или желание жить больше в свое удовольствие, чем желание иметь семью. Julia hat für sich sowas festgestellt oder hat mindestens dieses Gefühl bekommen, dass die Männer können damit nicht so richtig glücklich fühlen, weil die Frauen in Westeuropa sehr viel Wert für Karriere legen
Und die Männer haben vielleicht das Gefühl, dass in Osteuropa das ein bisschen anders ist. Und die Frauen in Westeuropa mehr so Karriere und mehr für sich selbst als für den Mann und Familie Zeit und, sagen wir, Mühe geben. Ну и нужно сказать, что, конечно же, в этом плане отношение украинских девушек к работе и к карьере, оно, наверное, все-таки отличается от того, которое есть у немецких девушек. Und Julia hat schon die Meinung, dass die Frauen in Osteuropa, Ukraine oder Russland, die gehen damit schon ein bisschen anders. Und die haben bestimmt eine etwas andere Einstellung zu Karriere, Job, Familie und Kinder. Und darüber würden wir gerne heute ein bisschen sprechen. Вот. Ну, нужно сказать, что в Украине девушки тоже очень разные и с очень разным отношением к работе и карьере. Man muss damit anfangen. In der Ukraine sind die Frauen unglaublich verschieden und deswegen haben sie auch verschiedene Einstellungen zu Karriere und Familie und zu sich selbst. И есть, конечно, в Украине девушки, как и, ну, наверное, в любой стране мира, которые, например, работать не хотят в принципе. Вот для них нормальная семья, правильный брак – это вот такая классическая схема, где мужчина-добытчик зарабатывает деньги, а она, например, занимается детьми и домом, ну и собой, разумеется. Es gibt in der Ukraine sehr viele Frauen, aber glaubt Julia, es gibt in jedem Land solche Frauen, die solche Vorstellung von der Familie haben, diese klassische Vorstellung. Der Mann, der ist der Jäger und die Frau, die hütet das Feuer zu Hause. Also der verdient das Geld und der kümmert sich um alles für die Familie und die Frau, die sitzt zu Hause, kümmert sich um Kinder, um Essen, Gemütlichkeit zu Hause, gemütliche Atmosphäre, wie wir das immer wieder hören, und um diese komfortables Fühlen, ja, Wohlhaben zu Hause. Aber nicht materielles. Могу рассказать про такой вот случай, который со мной однажды произошел. Просто такие девушки есть среди моих знакомых тоже, но немного. Es gibt zum Beispiel, sagte Julia, auch unter meinen Freundinnen solche Mädchen und Frauen, aber nicht sehr viele unter den Freundinnen. Рассказывай. Однажды я в своем спортклубе встретила свою одноклассницу. Julia geht immer wieder zum Sport, Fitnessstudio, und dort hat sie ihre Klassenkameradin getroffen. Ну, мы 100 лет не виделись, и говорим, ой, давай как-то, значит, тут встретимся, кофе попьем, поболтаем. Wir haben uns 100 Jahre nicht gesehen, sagte Julia, und dann haben wir gesagt, ach, guck mal, lass mal uns jetzt mal Zeit ein bisschen zusammen verbringen, Kaffee trinken, ein bisschen quatschen. Ну, я ей говорю, давай, наверное, как-то сделаем это в выходной, потому что, говорю, я сейчас бегу на тренировку, а потом мне нужно на работу бежать. Und Julia sagte, lass mal uns das lieber am Wochenende machen, weil ich muss jetzt schnell Fitness machen und dann muss ich schnell zur Arbeit rennen. Вот. И тут у нее такие становятся очень большие глаза, и она на меня так смотрит, как немножко на сумасшедшую, и спрашивает, ты что, до сих пор работаешь? Und die sagte, dann machte sie so eine riesengroße Augen, guckt auf mich, als ob die irgendwelche Verrückte sieht, und die sagte, was, arbeitest du immer noch? Честно говоря, у меня просто отпала челюсть, и на несколько секунд вообще пропал дар речи. Julia sagte, bei mir ist so Kiefer ist runtergefallen, und ich bin wirklich für bestimmte Zeit sprachlos geworden. Ну и в разговоре выяснилось, она мне сказала, я сижу с ребенком дома, а я так вспоминаю, дело в том, что среди моих одноклассниц она раньше всех родила ребенка, и ее ребенку уже должно было быть лет 10, я так думаю, господи, с кем-то можно еще сидеть. Und die erzählte, ja, ich sitze immer noch mit meinem Kind. Und Julia überlegte mal, die musste eigentlich, die hat doch das Kind vor vielen, vielen Jahren schon bekommen. Das Kind musste eigentlich jetzt schon mindestens 10 Jahre alt sein. Mit welchem Kind soll sie dann noch sitzen? Вот, ну, то есть, есть такой тип девушек. Я не знаю, много их или не очень, но они существуют. Es gibt so einen Typ der Frauen. Julia sagt, ich weiß nicht, wie viele von den Frauen sind so, aber die gibt's.
я думаю, довольно-таки часто встречаемый тип. Получается, для этой девушки, получается, ты не состоялась, получается, как-то, потому что ты еще работаешь. Получается, ты не смогла найти мужчину достойного, который тебе позволит жить не работая, или как? Ну, просто есть такой тип девушек, которые считают, что главная задача – это найти мужчину, который будет тебя обеспечивать. Их не интересует ни карьера, ни саморазвитие. Вот главное – найти мужчину, который будет тебя обеспечивать. Вот жизнь удалась. Ich wollte da Julia nochmal nachfragen, ob ich richtig verstehe, für diese Frauen, warum hat sie die so gefragt? Wieso arbeitest du immer noch für diesen Typ der Frauen? Heißt, Julia hat nicht viel erreicht in diesem Leben, die hat es nicht geschafft, einen Mann kennenzulernen, der ihr dieses Leben ermöglicht, dass sie nicht arbeiten muss. Also, verstehen Sie? Das heißt, für solche Frauen ist das Ziel des Lebens, einen Mann zu heiraten, der alles ihr fertig gibt und leistet und sie muss nicht arbeiten. Bestimmter Typ der Frauen. Есть, ну, другой тип женщин, это женщины, которые работают, но работа не является их приоритетом. Es gibt andere Typen bei uns in der Ukraine, die arbeiten, aber Arbeit ist nicht Priorität Nummer eins. То есть они в большей степени, например, ходят на работу для того, чтобы не одичать дома, вот, чтобы иметь какое-то общение. Там, если получается, то, может быть, и делать какую-то карьеру. Но для них важнее все-таки, чтобы оставалось больше времени для семьи. Es gibt dieser Typ der Frauen, wo Karriere steht nicht auf dem ersten Platz, die arbeiten, die gehen arbeiten, damit sie keine Langeweile haben. Viele haben Spaß dabei, Unterhaltung bei der Arbeit. Ну, а деньги что же, да, являются здесь? Ну, для них зарплата не является решающей. Получается, они идут только для того, чтобы было это, да, общение какое-то. Да, ну как одежду проветривать, как у нас говорят. Да, wie sagt Julia, diese Frauen, die gehen arbeiten auch da, wo sie nicht viel verdienen. Die haben Familie, Familie ist wichtig und Arbeit haben sie nur nebenbei, um einfach nicht zu wenig, nicht nur einfach so begrenzte Welt zu haben, einfach so Unterhaltung und wie Julia sagte, um die Kleidung zu zeigen, was sie noch haben, also sogar ein bisschen nicht so, nicht unbedingt demonstrieren, sondern ein bisschen lüften die Kleidung, kann man so nennen. Есть женщины, которые работают по той причине, что, например, муж один не может обеспечить всю семью, и тут уже без вариантов, тогда работают двое. Возможно, женщине и не очень хочется, но как бы у нее нет особого выбора. Dann gibt's Frauen, wo der Mann nicht genug Geld verdient. Die arbeiten ungern, sie wollen gar nicht so richtig arbeiten, aber sie haben keine Wahl. Würde der Mann viel verdienen, würden sie gerne nicht arbeiten. Aber sie haben diese Wahl nicht, deswegen gehen sie zur Arbeit. Ziemlich unzufrieden. Ну, есть еще один тип девушек, это те, которые работают и будут работать, независимо от того, как хорошо бы их не обеспечивал муж. Und es gibt so einen Typ der Frauen, die arbeiten und sie werden arbeiten, egal wie viel der Mann verdient, egal wie viel der Mann nach Hause bringt, ob in der Lage ist oder nicht in der Lage, die ganze Familie zu ernähren, versorgen, wird sie trotzdem arbeiten. Эти девушки хотят делать свою карьеру, то есть даже если они, даже если то, что те деньги, которые они приносят в семью, они там существенно, их вклад в семейный бюджет существенно меньше, чем, например, вклад мужа, они все равно, они будут работать, они будут делать карьеру, они хотят развиваться, они не хотят сидеть дома, они хотят быть, наверное, последовательно будем переводить. Ох, молодец ты какая. Diese Frauen, die werden immer arbeiten. Egal wie viel Geld der Mann verdient. Auch wenn der Mann, normalerweise auch wenn der Mann zum Beispiel sehr viel verdient und die im Verhältnis zu dem Mann eigentlich ganz wenig Geld nach Hause bringen, trotzdem ist für diese Frau wichtig, dass sie sich bestätigt, dass sie in dem Beruf Erfolge erreicht, Karriere Erfolge erreicht und die wird arbeiten und es gibt auch von diesen Frauen in der Ukraine auch genug. Много таких женщин у нас или нет? Мне сказать трудно, потому что, ну вот, много-немного, потому что, когда я прихожу на работу, мне кажется, что все именно такие.
Ich frage Julia, wie viele Frauen haben wir denn in der Ukraine von diesem Typ? Viele, die so immer Gas geben und sich wohlfühlen, wenn sie sich da verwirklichen in dem Beruf. Die sagte Julia, schwierig zu sagen, wenn ich zur Arbeit komme, dann habe ich das Gefühl, alle sind so. Потому что у нас все девочки, ну, несмотря на то, есть у нее муж или нету, много зарабатывает муж или нет. Но даже если муж может ее полностью обеспечить, девочки хотят все равно сами себе быть способны самой себя обеспечить. Пусть не аж так хорошо, как это может сделать муж, но чтобы, знаете, в жизни бывает разное. И даже если вот люди разводятся, да? То есть даже если вы разведетесь, да, вы не будете жить так хорошо, как вы жили с мужем, но вы спокойно будете себя обеспечивать, у вас будет все, что вам нужно. Und Julia sagte, ich weiß nicht, wie viele Frauen von diesem Typ gibt's, aber sehr wahrscheinlich nicht so viele, obwohl, wenn sie dann mit diesen Kollegen unterhalten hast, beobachtet, warum machen sie das, die sind verschieden, diese Frau. Die sagte, es gibt von diesen Kolleginnen, die sind alle gleich, weil sie alle das Ziel haben, die wollen selbstständig sein, unabhängig von ihren Männern und die wollen etwas selbst erreichen, die wollen gucken, was sie erreichen können, sie haben Ziele, die sind zielstrebig und sehr verschieden sind sie in diesem privaten Leben. Die haben zum Beispiel Männer, die weniger verdienen, einige haben Männer, die mehr verdienen, einige haben überhaupt keine Männer, aber die wollen diese Sicherheit für die Zukunft selber erreichen. Und in dem Fall, wenn sie sich scheiden oder irgendwas, dann weiß diese Frau, mit ihr wird nichts passieren, wo sie dann nicht weiß, wie es weitergehen soll oder wird, sondern die hat natürlich ihr Leben in ihrer Hand und die kann auch steuern. Julia gibt mir immer wunderbare Pausen, dass ich das alles sehr wunderbar übersetzen kann. Heute mir так классно паузы даешь, что я прям все так, как ты классно рассказываешь, все прям могу так хорошо перевести. Ну, так легче, на самом деле, намного Спасибо. Переводить. Die sagte, ja, so wird es auch für dich leichter. Naja, man sieht auch professionelle Aufbau. Ну, профессиональный у тебя же подход к этому ко всему. Очень классно. Спасибо. То есть эти девочки, они хотят развиваться, им интересно, они хотят и карьеру делать. Но я хочу сказать, что вот как бы ни стремилась украинская девушка делать карьеру, она никогда не променяет семью на карьеру. Und die sagte, Julia, es ist sehr schön interessant, diese Frauen zu beobachten, wie sie sich entwickeln, wie viel Zeit widmen sie diesem Beruf, wie ernst gehen sie mit dem Lernen und Erfüllen der Aufgaben um. Und egal wie hoch, wie gut erreicht sie diese Karrierenstufe, sie wird niemals Familie wegen Karriere aufgeben. Das heißt, Karriere wird niemals Priorität Nummer eins bei dieser Frau bekommen. То есть девочки там или делают перерыв, или, например, у кого есть маленькие дети, да, там появляются дети. Если девушке какое-то хорошее, например, хорошая должность, хорошая работа. Вот, например, у нас девочки работают телеведущими, да. Ну, если вы долго будете отсутствовать на работе, то вам, может быть, уже будет некуда вернуться, либо какое-то хорошее ваше место могут занять. Ja, der sagte, Julia, man beobachtet diese Frauen, die sind ganz top Frauen, die sehen toll aus, die sind super intelligent und dann arbeiten sie zum Beispiel bei uns im Fernseher als Moderatorinnen und dann sagte, dann bekommt sie Familie, dann ist sie schwanger, dann muss sie Pause machen, dann geht sie weg erstmal und das ist sehr gefährlich, weil die weiß zum Beispiel, je länger du nicht mehr beim Job bist, desto größer ist Gefahr, dass du diesen Job verlierst und nicht wieder bekommst. Man findet für dich einfach einen Ersatz und das war alles mit der Karriere. Такие девочки, например, они, чтобы долго не отсутствовать на работе, там ребенку там уже несколько месяцев, они, например, берут программы какие-то выходного дня. Если раньше она работала в течение недели там на какой-то программе, то они просят, чтобы их перевели, например, на какую-то программу выходной, чтобы она вот два дня там отсутствовала в это время, там папа с ребенком, бабушка или нянечку берут в помощь. Вот. Но она все-таки старается там заниматься немножко работой, чтобы они там не забыли. Вот. Ну и в то же время, вот, а все остальные дни в неделю она посвящает уже ребенку.
Und dann solche Frauen, die so ganz kleine Kinder noch haben und die können noch nicht im Kindergarten die Kinder abgeben, dann versuchen sie Folgendes zu machen, so einen Spagat zu machen, wo sie guckt, aha, 5 Tage bin ich mit dem Kind und am Wochenende kann mein Mann vielleicht mit dem Kind sitzen oder ich beantrage einen Babysitter, kann man auch sehr günstig in der Ukraine das machen und dann ein paar Stunden oder späten Abends oder am Wochenende bin ich da beim Fernseher da und kann ich noch etwas machen, damit man mich nicht vergisst. Es gibt mich noch. Ich steige noch nicht komplett aus, nur ich muss jetzt längere Pause setzen, aber zugunsten der Familie. Ну, а девушки, которым работа позволяет дольше отсутствовать, да, то есть им не настолько важно вот бегом выбежать, чтобы от них не забыли, вот, то они проводят в декрете и год, и два, и даже три. Die Frauen, die zum Beispiel wissen, ich habe solchen Job, die schmeißt man mich nicht raus, es ist sicher, ich kann zurückkommen zu diesem Job, dann können sie gerne auch 3 Jahre mit dem Kind sitzen, nur die natürlich gucken, dass sie noch das nicht Anschluss verlieren zur Arbeit. Und dann nehmen sie sehr gerne diese Auszeit, um mit der Familie dann so weit zu bleiben, damit dann auch dann möglichst mehr das Kind von Mama bekommt. Ну, чтобы да, чтобы ребенку побольше с мамой тоже побыть, да? Да, да. Вот. Ну и, честно говоря, сказать, каких девушек в Украине больше, мне сложно. Потому что приходишь на работу, все такие хотят развиваться, хотят работать, хотят делать какую-то карьеру, но во всяком случае не сидеть дома. Вот. А потом приходишь, например, на маникюр где-нибудь в районе обеда. Вот. И там стоят вот эти вот столики, сидит там, может, 6-7 девушек одновременно сидеть. И ты так, ну, все, как обычно, с мастерами болтают, вот, и ты так смотришь направо-налево и понимаешь по разговорам, что из них никто не работает. Und ihr sagt, Julia, es ist schwierig zu sagen, von welchen Frauen gibt es mehr in der Ukraine. Das hängt davon ab, in welchem Bereich befindest du dich im Moment. Wenn ich im Büro bin, sagt der Julia, bei uns dann im Fernseher, Studio, dann hast du das Gefühl, da sind alle hochintelligent, sehr feine, anständige Frauen, die sind sehr als Persönlichkeit weit entwickeln und haben viel Interesse und Ziele und Arbeit und alles haben sie unter Kontrolle. Und dann habe ich dann Mittagspause, denke ich, oh, ich muss schnell mir Maniküre machen, dann gehe ich zum Nagelstudio und dann gibt es dann ganz lange Reihe von Tischen und dann gucke ich links, gucke ich rechts und dann verstehe, keine Frau hier arbeitet und keine will arbeiten. Und die sind glücklich ohne Arbeit. Ja. Ну, вот такие приблизительно в Украине девушки, очень разные. И, в принципе, каждый выбирает себе то, что ему больше нравится, то, что больше подходит. Und es gibt natürlich, wie Sie sehen, in der Ukraine ganz viele verschiedene Frauen und jeder natürlich sucht für sich selbst nach eigenem Geschmack Frau, die ihm passt. Aber sie können dann jede Frau treffen. Но вот интересно, знаешь, у нас мужчины, говорю, некоторых такой опыт, сколько, знаешь, как вот интересно, вот мужчина, тоже проблема у него, вот сколько он не встречался с украинками, не через наше агентство, а вот через какие-то там другие порталы, у него такое впечатление сложилось, все хотят только денег, все хотят, чтобы он за все платил, и никто не собирается работать. И все говорят, что вот я работать не хочу. Такие у меня были тоже знаете, в чем мужчины. Дело? Изага, я переводю сейчас на немецкий, а ты, да, почему вот так вот, они попадают постоянно на таких женщин. Изага, bei uns aber, es gibt einige Männer, die nicht unsere Kunden waren, aber die kamen schon mit solchen Erfahrungen, die sagten, ich bin schon 4-mal in die Ukraine geflogen, über andere Agenturen, und immer wieder habe ich gleiches Gefühl, ukrainische Frauen, da muss man viel Geld haben, muss man alles bezahlen, die wollen nicht arbeiten und die wollen sofort teure Geschenke haben. И сразу у них уже такие уже впечатления, говорит, сколько я раз не приезжал, они все хотят дорогих подарков, хотят, чтобы я все платил, и работать они не хотят. Ну, на самом деле, это проблема не только немецких мужчин, но и наших тоже. Die sagte Julia, das ist nicht nur das Problem bei deutschen Männern, auch unsere Männer haben solche Probleme. Дело в том, что девушкам, которые работают, которые зарабатывают деньги, которые ищут партнера не по размеру там кошелька, да, вот, а их интересует, ну, кроме его готовности заботиться о семье, там еще какие-то другие качества,
Эти девушки, они не сидят сутками на сайтах знакомств, им некогда, они работают. Wie sagte Julia, es ist so, hängt davon ab, auf welchen Webseiten und auf welchen Portalen sie Frauen suchen. Die Frauen, die selber Geld verdienen, die haben keine Zeit, stundenweise auf allen möglichen Webseiten, Datingportalen zu sitzen und Männer mit Männern zu flirten und immer wieder gucken, wer hat mich geliked, wer hat mir dies und das geschickt. Die haben keine Zeit. Вот, то есть, ну, по большому счету, знаете, вот говорят, например, там лет 15 назад, а может быть даже и 20, найти, девочки говорят, найти хорошего, например, парня в интернете или девушку в интернете было намного легче. Julia sagte, es ist so, vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren war es einfacher, einen vernünftigen Mann im Internet zu finden. Потому что, ну, в те времена, во всяком случае, в Украине, интернет был у офисных работников, у айтишников. Это было дорогое удовольствие, вот так вот, не было еще смартфона, да. Вот, то есть интернет это был еще довольно дорогим удовольствием, он был либо у тех, кто его имел в офисе, либо те, кто работал через интернет, это больше в степени люди из сферы IT. Und die sagte Julia, es war folgendes, vor 20, vor 15 Jahren, Internet war bei uns Luxussache. Das hatten Männer, die gearbeitet haben oder Frauen, das hatten sie im Büro, der Zugang zum Internet, oder das waren IT-Leute, oder das waren die, die schon Vermögen hatten, waren und die konnten sich das leisten, Anschluss, Internetanschluss. Es gab keine Smartphones damals. Таким образом, вот люди, которые действительно работали, не те, кто там бездельничал и ничем не занимался, а знакомились по интернету, люди, да, вот там те, кто в офисе работает, то есть те люди, которые чем-то заняты, работают там в хороших компаниях, либо работают сами на себя, вот они между собой знакомились и находили друг друга. Deswegen früher war Internet kein Spielzeug, sondern tatsächlich für Menschen, die vernünftig, anständig sind, sie beschäftigt sind, die haben dann Verantwortung getragen und dann haben sie dann jetzt Bedürfnis oder Ziel, jemanden kennenzulernen, dann haben sie Internet dafür benutzt, um dann tatsächlich diese Beziehung aufzubauen, zu finden. Da waren viel mehr seriöse Kontakte. А сейчас Интернет, он доступен абсолютно всем. То есть в интернете могут сидеть вплоть там до людей, которые находятся в тюрьме. Und jetzt hat jeder Internet. Und sogar die Menschen, die im Gefängnis sitzen, die haben auch Internet. Поэтому уже среди вот такого большого количества самых-самых разных людей, вот хорошему парню, хорошему девушке вот найти в этом море предложения друг друга очень сложно. Und jetzt, auch wenn es scheint, dass Internet so nah ist und dass die Frauen und Männer so einfach und nah erreichbar ist, aber eine seriöse Beziehung, einen anständigen Partner zu finden, heute bei diesem unendlichen Ozean von Kontakten, ist es kaum möglich. Ну вот, собственно, поэтому и сейчас такие проблемы у всех возникают, что вроде бы как неограниченные возможности для общения. Но вот это, знаете, говорят, как золото надо мыть, чтобы найти действительно хорошего парня или девушку. Und es scheint jetzt heute, dass man diese unendliche Möglichkeiten für Unterhaltung hat, trotzdem einen guten, seriösen Kontakt zu finden, der auch hält oder den man aufbauen kann. Das kann man vergleichen, wie man Gold suchen geht, ja, in dem Wasser. А скажи, пожалуйста, вот ты к нам когда пришла? Пару месяцев, да? Зимой. Im Winter kam Julia zu uns. И как ты вот решилась у нас зарегистрироваться? Warum hast du dich entschieden, bei mir anzumelden? Ой, честно говоря, меня к этому больше подталкивали там родственники, там друзья какие-то, что вот сейчас все знакомятся через интернет. Вот, все-таки, ну, вот так вот вживую уже намного меньше, тем более, знаете, все люди, которые чем-то заняты, они сидят на работе, они ходят целыми днями там по кабакам или там
по каким-то увеселительным заведениям. То есть все-таки больше люди знакомятся в интернете. Ich sage, wie kamst du zu mir überhaupt? Ich sagte, Julia, zuerst haben mich Verwandte so immer angesprochen. Du musst im Internet gucken, du musst im Internet. Jetzt gibt's heute gibt's keine Möglichkeit, normale Menschen kennenzulernen. Keiner geht mehr in den Café, um jemanden kennenzulernen oder in die Kneipe, um dort einen Mann kennenzulernen. Das war früher. Jetzt suchen alle Partner im Internet. А почему ко мне? Как ты вот ко мне вот решила? Я, значит, решила посмотреть вообще, какие есть сайты, какие есть варианты. Вот. И, честно говоря, вот не хотелось сидеть на вот этих сайтах. Сайтов для знакомств на самом деле очень много. Но там вот есть вот та проблема, о которой я только что говорила, что там сидят все, кому не лень. Абсолютно не можешь быть уверен, с кем ты общаешься, что это за человек. И, честно говоря, тратить там недели, месяцы или даже годы на то, чтобы общаться непонятно с кем. И, ну, это требует слишком больших временных затрат, но не гарантирует никакого результата нормального. Und Julia sagt, es gibt natürlich so viele Angebote im Internet, so viele Portale, so viele Dating-Seiten und Portale und dass dort aber gibt es immer dieses Problem, wo du weißt, da gibt es so viele Massen von Männern, nur wo gibt es Sicherheit, dass jemand da ernst meint. Das ist gerade dort viele, viele hunderte Männer, wo die einfach so wegen der Unterhaltung einfach dich kontaktieren und es ist viel zu schade um wertvolle Zeit, die du investierst, Gefühle und Hoffnungen, wo du nicht weißt, was daraus überhaupt rauskommt. Ну, честно говоря, девушки точно так же, как и мужчины, боятся попасть на скамеров, на вот этих вот людей, которые пытаются разводить на деньги. Потому что вот бывают с нашими девушками тоже очень неприятные ситуации, когда там либо, так сказать, как это, путем мошенничества мужчины там пытаются получить от девушек деньги. Была даже, я помню, одна, ну, это, правда, девушка, наверное, сама уже сглупила, вот, была даже какая-то жуткая история, девушка так влюбилась в какого-то мужчину он, правда, был из Азии, вот, что она там даже в полицию угодила, потому что как-то там он ее просил какие-то чьи-то вещи забирать, как она должна была к нему ехать. Он ее просил несколько раз уже, это случалось, что он просил где-то какие-то вещи для него забирать, везти, значит, через границу, пока эта девушка, в конце концов, с этими вещами, с наркотиками не попала в полицию, не помню, то ли где-то в Эмиратах, то ли где-то в Таиланде. В общем, на самом деле, всяких диких историй, не только с мужчинами из Европы случаются всякие неприятные истории, связанные с тем, что девушки там их обманывают, там разводят на деньги. Вот, такие же истории приключаются и с нашими девушками, которые общаются тоже по интернету. Ja, sagte Julia, es ist nicht so, dass die Männer haben Angst vor Abzockern und die Frauen, die sie dann betrügen und belügen und täuschen, genau so haben auch seriöse Frauen Angst vor Männern, die im Internet was anderes suchen als seriöse Beziehung. Und es gibt bei uns jede Menge Geschichten, wo hat sie als Beispiel dann über eine Frau erzählt, da waren auch in der Zeitung, im Fernseher hat man viel gezeigt, dass sie sogar ins Gefängnis gelandet ist, weil sie eine Beziehung mit einem Mann aufgebaut hat. Und der hat sie immer gebeten, als sie ihn besucht hatte, musste sie irgendwie bei einem Freund bestimmte Sachen abholen und ihm bringen. Und da waren Drogen und da hat man sie mit diesen Drogen erwischt. Und die waren einfach unbewusst in solche Geschichte reingewickelt und das war alles auf Liebe und Gefühlen von ihrer Seite aufgebaut und von seiner ausgenutzt, dass man einfach jetzt wirklich, wenn die seriöse Frau ist, dann muss man einfach mehrmals überlegen, wo suchst du denn da überhaupt? Ну, давай, наверное, мы, может, это, снимем другое видео, когда мы вообще начнем, поговорим, какие вот опасности, чего опасаются девушки вообще в знакомствах с иностранцами. Ну, собственно, вот я вот так вот посмотрела, что агентство, ты, во-первых, сама проводишь фейс-контроль среди мужчин, ты с ними общаешься, вот. Ну, разумеется, да, я видела, что там для мужчин эти услуги платные,
И, ну, для девушки это хотя бы частичная гарантия того, что туда не ходят люди, которым там либо лишь бы поразвлекаться, либо вот для вот этих всех товарищей, которые там занимаются мошенничеством, или вот эти вот все мужчины, которые под фотографиями немецких генералов прячутся, какие-то там мужчины из Ирака и Сирии. То есть я понимала, что у тебя в агентстве, ну, хотя бы вот этих людей точно не будет. Du sagte, Julia, bevor sie sich angemeldet hat, hat sie natürlich vieles, vieles verglichen. Was gibt es im Angebot im Internet? Zu wem soll man überhaupt kommen? Und ich hatte auch mit unserer Agentur beschäftigt. Die hat natürlich mich verfolgt, mir zugehört, wie wir arbeiten, worauf wir aufpassen. Und dann hat sie geguckt, was die Männer bezahlen erstmal. Dann hat sie verstanden, aha, die, die Spaß suchen, werden sowas nie bezahlen. Zweitens hat sie mitgekriegt, dass wir natürlich mit Männern ein bisschen reden. Oft treffen wir Männer, sehen wir Männer. Das heißt, wir können Julia auch unsere Meinung sagen, ein bisschen sie unterstützen in dem Ablauf. Und das war für sie natürlich Sicherheit, dass sie mit Männern nicht zu tun wird, die sie ausnutzen werden oder sie täuschen werden oder irgendwie mit nicht wahren, nicht mit Wahrheiten überhaupt die Suche anfangen werden. Gut, и еще скажи вот по отношению, давай еще к карьере вернемся, закончим эту тему. Ich sage, wir beenden noch diese Karriere, das Thema mit Karriere. Скажи, пожалуйста, девушка, которая построила карьеру в Киеве, да, к примеру, у нее хорошая профессия, и она вдруг тут влюбляется в мальчика, немца, и понимает, что она в новой стране то же самое предложение не получит такой же работы, да, вот как тяжело нам, скажем, вот этот шаг, вот мы, ты думаешь, например, даже тебя взять, ты понимаешь, что выйдя замуж за здесь за немца, тебе уже, не, скорее всего, не предложат работу такую же, как у тебя на телевидении. Секунду, я переведу, а ты подумай, да, вот что можно. И sage noch zum Thema Karriere und dann beenden wir das Thema damit. Julia hat einen schönen Job, der ihr gefällt und wo sie auch gut verdient. Die hat ihre schöne Wohnung in Kiew. Macht sie diesen Schritt bewusst, wo sie einen Ausländer heiraten kann, diesen wunderschönen Job verlieren kann und mit großer Wahrscheinlichkeit kriegt sie in Deutschland diesen gleichen Job nicht? Macht sie diesen Schritt bewusst? Wie schwer ist es und wie sieht sie das, diese Entscheidung überhaupt? Ну, например, конечно, я об этом думаю. И, ну, тут, возможно, на самом деле разные варианты. Если, например, вот так получится, да, что вот я выхожу замуж, если это какой-то город типа Берлина, Брюсселя, или там, не знаю, Берлин, Брюссель, Страсбург, или какая-то такая вот большая столица европейская, там тот же Париж, да, ну, в таком случае, как вариант, я могу попробовать сотрудничать с украинскими каналами, как бы работать вот как собственным корреспондентом телеканала, там, например, в Брюсселе, потому что там и штаб-квартира НАТО, и там и Евросоюза всякие сессии проходят потом, например, там Берлин, например, или такой город, как Париж, ну, Германия, Франция — это страны довольно-таки важные игроки на мировой арене, и новости из этих стран постоянно освещаются, в том числе в украинских СМИ. И да, нужны журналисты, которые, например, будут оттуда делать сюжеты. Это первый вариант. Я переведу, первый, а ты подумай, да, о втором варианте. Юлия sagt, in dieser Sache, was zum Beispiel als mich angeht, und man kann auch natürlich so, so wenn sie eine Frau so dieses Typus wie Julia kennenlernen werden, kann es so sein. Zum Beispiel, sie sieht bei ihr so. Das hängt davon, wo sie geht, wenn sie heiratet zum Beispiel. Natürlich denkt sie das klar schon nach, wie wird es? Und diesen Schritt, diese Entscheidung macht sie selbstverständlich bewusst und die natürlich analysiert und schätzt die Folgen ein. Und wie sieht das aus? Also, wenn sie zum Beispiel einen Mann heiratet, der in großer Stadt wohnt, wie zum Beispiel Brüssel oder Berlin oder Paris oder Wien, egal wo, dann sagt er sie, dann kann sie mit ukrainischen
mit ukrainischem Fernseher arbeiten und freier Reporter für ukrainisches Fernseher auch tätig sein. Und die haben alle Interesse bei solchen Mitarbeitern, die im Ausland arbeiten, wohnen. Und die kann mit ihnen weiter normal arbeiten und für sie dann Reportagen machen. Und die sagte, das wäre auch kein Problem überhaupt. Dann gibt es noch weitere Varianten. Wenn das zum Beispiel nicht so klappt, dann... Ну, если, конечно, жить в каком-то городе поменьше или там не столица, то, конечно, скорее всего, профессию придется поменять. Wenn sie zum Beispiel in kleine Stadt kommt, dann wird sie sehr wahrscheinlich den Beruf ändern, wechseln, muss sie einen anderen Job suchen. Ну, вот, например, одна моя подруга, они с мужем перебрались в Соединенные Штаты. Ну, они жили здесь, а потом переехали в Штаты. Вот, то она там пошла в университет. Оба Вот. украинцы. Он не украинец, он иностранец, жил в Украине, а потом они вообще собрались, поехали в другом направлении в Соединенные Штаты. Вот, у него был бизнес здесь, и он приехал, он решил, что он может вести бизнес и в США. Он решил переехать со всеми тремя детьми, вот, и он там вел бизнес, а она тем временем подучивалась. Ну, что-то новое, да, учила. Die sagt, die hat eine Freundin, die hat auch in Kiew gewohnt, hat auch einen guten Job und die hat einen Ausländer kennengelernt, der hat zuerst Geschäfte in Kiew gemacht, wohnte in Kiew und dann haben sie dann dort alles abgebrochen und sind nach Amerika beide umgezogen. Und die Freundin, die konnte ihren Job in Amerika nicht machen, die hat angefangen, was anderes zu lernen, eine ganz andere neue Ausbildung zu machen. Die hatten beide drei Kinder, die sind mit Kindern natürlich alles da mit Familie, aber die ist nicht mit Familie und Kindern stehen geblieben, sondern die wollte sich weiterentwickeln. Die hat eine neue Ausbildung angefangen und die ist gut dabei, dass sie einen neuen Job dann machen wird. Ganz neue Richtung. Потому что, ну, мы с ней, это моя довольно близкая подружка, мы с ней после того, как закончили университет, еще пошли потом еще на одно образование. Вот. Но дело в том, что украинский диплом, он там не признается как полноценный. Поэтому она пошла и подучилась, это называется бизнес-аккаунтинг, что-то вроде нашего бухгалтера. Вот. И она там доучилась, получила там какую-то степень, там бакалавр, потом, по-моему, магистр. Вот. И она себе теперь работает совсем по другой специальности, но ей нравится. Вот. Она всем довольна. Und die sagte, das ist die beste Freundin, eine von besten Freundinnen von Julia und die hat ganz neue Ausbildung gemacht. Die hat Business Account gelernt, Buchhaltung und jetzt hat sie auch sogar schon einen Job gefunden und ist sehr zufrieden. Значит, все возможно. Если есть, то есть если есть желание что-то себе придумать, где-то себя найти, я думаю, что если уже с мужем можно как-то это обсудить, думаю, что муж, если там немец или там с другой какой-то страны, я думаю, он сможет посоветовать, куда лучше пойти там поступить, подучиться, или куда лучше, вот, что лучше сделать, и, думаю, поможет во всяком случае, хотя бы советом, вот, где можно подучиться, какой получить диплом, чтобы в дальнейшем потом иметь возможность тоже работать, а не просто дома сидеть. Ja, Julia sagte, ich mache mir jetzt nicht so viele Gedanken, wie es wird. Das wird natürlich davon abhängen, mit welchem Mann bin ich ja zusammen. Und ich glaube, der Mann wird mir auch ein bisschen ein paar Tipps geben, an mich beraten, dass wir gemeinsam mit ihm zusammen dann schauen werden, welche Möglichkeiten bekomme ich, welche Alternativen werden in meinem Leben auf einmal da sein, neue Alternativen. Dann schauen wir, was kann man das Beste machen daraus. Aber jetzt im Moment kann man schwierig einschätzen, wie wird das sein. Но ты бы вот, например, ты бы ну, не согласилась, например, просто вот дома домохозяйка и дети и все. Ну, это надо смотреть по обстоятельствам уже. Вот. Но, конечно, в идеале хотелось бы найти себе какое-то занятие тоже. Ich sage, würdest du dir so vorstellen, dass würdest du bereit sein, so einen Mann zu heiraten, wo du dann wirklich dann nur Küche, Kinder und
nichts mehr, ohne Karriere dann bleiben. Die sagte, ja, das muss man gucken, es ist immer individuell, wir sind für vieles bereit, aber ideal wäre es doch schon, dass man irgendwelche Beschäftigung doch hat, noch hat. То есть я не говорю о том, чтобы там умирать на работе, но какой-то там на полдня какую-то себе занять, то есть, ну что, ну дома тоже можно одичать. Ja, sagte mindestens irgendwie so ein paar Stunden, halben Tag arbeiten, sonst, ich glaube schon, dass wenn man nur zu Hause bleiben kann, dann ist das auch nicht so gerade das Beste für die Frau, sonst braucht sie diese Entwicklung, sonst wäre das ein bisschen zu wenig. Ну и общение, все же это не просто подружки. Да. Хотя вот у нас же много девушек, которые там да, работать вообще не хотят. Переехала, нашла подружек, вот, с которой они маникюры делают, ходят в фитнес-клуб, маникюры, косметика, и все, им тоже хорошо. Сауна довольны абсолютно. Ну это уже зависит там, от обстоятельств, в общем-то, от образа жизни мужа, от разного. Я не исключаю, что можно приехать. Мне кажется, что все хорошо, там, если достаточно общения, какие-то есть друзья, может быть, можно пережить и без работы. Ja, natürlich, das ist immer sehr individuell. Ich sage, es gibt sehr viele Frauen, die kommen hierher und der Mann dann verdient gut Geld und dann sagen sie, warum soll ich arbeiten? Ich will keine Arbeit haben. Es reicht mir, wenn ich ein paar Freundinnen hier finde. Ich gehe mit ihnen Nagelstudio, Nägel machen, Sauna und Kosmetik, Shopping und die fühlen sich wunderbar und glücklich. Und bei den anderen Frauen ist es anders, aber hängt davon ab natürlich, welches Leben, in welcher Umgebung, mit welchem Mann bist du. Hauptsache, man hat den Partner gefunden und dann guckt man, wie sieht der Partner das, dass die Frau sich wohlfühlt, die Frau fühlt sich glücklich, der Mann fühlt sich glücklich. Самое главное, чтобы женщина чувствовала себя хорошо, уютно и счастливо, да, с ним. Да. А вообще-то наши женщины намного готовы, да, хотя ж я иногда, знаешь, когда смотрю вот на женщин, говорю, вот, ну, которые, знаешь, попадают, замужем много выходят у меня, и смотришь, попадают в такие условия, ей никогда в жизни работать не нужно, у нее только вот покупает все, ездят туда-сюда, знаешь, а думаешь, ой, а я, в принципе, все время пахала, у меня ребенка родила, вот, только с роддома выписали, на четвертый день уже за компьютером, только первый день пришла домой с роддома, знаешь, и сразу за компьютер и сижу уже дальше работаю. У меня как-то вообще никогда не было такого счастья. Ну, не знаю, счастье, несчастье. Тяжело судить, потому что у самой такой ситуации не было, как у других, поэтому неизвестно, как, что лучше. У меня такой не было возможности просто в жизни выбирать. Ну, это все зависит от обстоятельств. Бывает так, что... Ну да, опять же, если муж хороший, с мужем интересно, то есть у вас как все хорошо, то, может быть, и можно обойтись без работы. Ну это, опять же, надо уже смотреть конкретно по ситуации. Хотя да, как можно вы себя обойтись. Чувствуете, как можно вы себя обойтись, чувствуете. Можно обойтись и малым, но можно и, если ты еще что-то сделаешь, можно увеличить это, да, что да. Есть. Да? Ich sage, das ist auch hängt sehr vieles von der Frau selber ab. Was sie möchte, wie sie sich fühlt, wenn zum Beispiel, ich bin auch der Mensch, ich war da irgendwie so mit dem Kind im Krankenhaus, kam nach der Entbindung nach 4 Tagen nach Hause, dann war ich schon vor dem Computer schon gearbeitet. Wenn ich sehe, wie viele Frauen heiraten, so richtig reiche Männer, und die müssen nirgendwo arbeiten, dann denke ich, gut, ich kann nicht sagen, ob das schlecht oder gut ist. Diese Situation hatte ich nie im Leben, wo ich entscheiden musste, ja, der hat so viel, eigentlich muss ich nicht arbeiten. Also bei mir war nicht die Wahl, ich musste immer arbeiten. Von anderer Seite müssen wir feststellen mit Julia, wo man sagt, die Wahl hast du ja immer. Man konnte mit dem Lohn des Mannes auch zurechtkommen, aber ich wusste, wenn ich arbeite, kann ich das vermehren, kann mehr machen, da kann man mehr leisten. Ist sehr wahrscheinlich auch natürlich der Wunsch der Frau, etwas selber, so eigene Welt zu erschaffen. Наверное, желание женщины свой мир все-таки, да, вот еще создавать. Просто, мне кажется, у каждой женщины бывает период в жизни, когда ей хочется просто поварить супчики, посидеть с маленькими детьми, позаниматься домом, ну, как бы это, ну, это, по сути, это такая женская сущность, да, наша, вот, нам хочется это делать, но в то же время я вижу по своим коллегам, да, что через несколько лет в декрете они начинают все-таки скучать, им хочется какого-то больше общения, то есть ходить на работу, пусть даже не ради денег,
Ну вот, чтобы чувствовать себя реализованной, чтобы какое-то было общение, а не только вот четыре стены дома. Ja, und sagte Julia, das ist so, unsere Frauen-Ukrainer, wir lieben das, so Kinder, Küche, Suppe kochen, immer wieder was Neues kochen und dann am Abend mit allen sitzen und freuen sich total, wenn allen schmeckt. Das ist natürlich total glücklich, macht das uns. Aber, wie sagte Julia, ich beobachte auch bei den Kolleginnen, die die Kinder bekommen haben, dann saßen sie ein, zwei Jahre zu Hause und nur mit diesem, was sie lieben. Und dann haben sie diese Arbeit vermisst. Dann haben sie sich so gefreut, wieder ins Büro zu kommen, weil das ist absolut Nummer eins, Familie, Kinder und Suppen kochen, aber trotzdem, da fehlt doch ein bisschen was. Ne? Und deswegen eigentlich ideal, wenn das alles komplett. Значит, идеально, когда вот все все-таки есть, да? Карьере, место тоже должно быть. Да, всего по чуть-чуть. В жизни всего должно быть, чего, всего по чуть-чуть должно быть. Also, deswegen, jede Frau muss alles haben und für Karriere muss auch ein bisschen Platz auch im Leben gefunden sein. Dann ist sie natürlich auch interessant. Und dann остается интересная женщина, наверное, да, когда еще ходит на работу. Да. Dann wird sie auch für Да, ihren Mann и мужу interessant. интереснее. С ней Для будет нам мужа, мужу с ней будет намного более интересно, чем Auch просто домохозяйка. Für ihren Mann wird diese Frau auch viel interessanter, als wenn sie dann nur Hausfrau sein wäre, würde. Ne? Ну что, Юль, тогда про карьеру заканчиваем и встречаемся Да. еще раз, да? Да. So, liebe Männer, dann werden wir das Thema über Karriere, Kirche, Küche beenden. Sie haben die Typen der Frauen kennengelernt. Auf welche sie landen, wissen wir noch nicht. Говорю, на какой Typ попадет наш Клиент, мы не знаем. Иностранец, бывают разные. Самое главное, он найдет свое счастье. Und das Wichtigste, sie finden ihr Glück und werden mit ihrer Frau glücklich sein. Und Julia werden wir wieder sehr gerne einladen. Schreiben Sie bitte Themen für ukrainisches Fernsehen, was wir von denen wissen wollen. Deswegen schreiben Sie in den Kommentaren alle interessanten Themen, was wir noch mit Julia besprechen können, weil die weiß ja alles. Говорю, вот мужчины пусть пишут в комментариях интересные. Жду ваши вопросы в комментариях под этим видео, и Ja, мы с Натальей постараемся на них ответить. Julia wartet auf die Fragen in den Kommentaren. Sie wird die Kommentare lesen und sie wird für uns auch ausführliche Antworten und Themen aus der Sicht ukrainischer Nachrichten, ne, Tagesschau, Wochenschau, da musst du den hast недельный обзор делать, Julia. Die werden hier einmal Мне in не der Woche. привыкать. Einmal in der Woche machen wir extra Zeit für Julia. Выделим тебе раз в неделю время. У нас будешь обзор нам делать неделю, обзор комментариев, где wir Wochenschau der Kommentaren machen bei uns. Da müssen Männer abstimmen, welche Zeit werden wir für sie aussuchen. Пусть наши эти мужчины выберут тебе время. Ты нам скажешь, когда ты можешь выходить в эфир, и мужчины пусть пишут тогда темы. Ну, классно, спасибо тебе большое за Саша, газушку. и тебе большое спасибо. Liebe Männer, wir freuen uns wieder auf Julia, weil die wirklich liefert Informationen erste Klasse. Спасибо большое, до свидания, до следующего видео. Пока-пока, до Alles встречи. Gute, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis auf das nächste Video. Tschüss! Все.